auch auf die Bühne kommen. Von der Uni Jena ist richtig, ja. Hier geht es um Fehlbelastung, Stress, Burnout als arbeitspsychologische Präventionsaufgabe. Also von euch Arbeitspsychologen, ja. Ja, vielen Dank. Ja, so ist das. Ich habe jetzt den Rundumschlag dieser ganzen Sache für alles und überall und sonst wie aufs Auge gekriegt. Das schaffe ich nicht ganz in einer halben Stunde. Wie nicht wenige verwundert werden, weil sonst kriege ich das hin. Es sind auch nur 57 Folien, also das ist locker schaffbar. Ich habe das folgendermaßen eingeteilt. Herr Lewandowski hat mir vorher gesagt, Sie kriegen nachher die ganze Sache sowieso als PDF oder sonst wie oder können die bei mir anfordern. Deshalb zeige ich nicht alles, was da drin ist. Aber einige gucken nochmal nach, was das ist. Und da ist ein gewisser logischer Aufbau mit dabei. Ich möchte zu Beginn nochmal sagen, wer sich intensiver mit beschäftigen will. Es gibt jede Menge Veranstaltungen im Laufe des Jahres. Wie gesagt, 16. bis 18.06. machen wir das mit der GDA zusammen und der DGUV und IAG in Dresden. Wer daran teilnehmen will, ist eingeladen. Da geht es hauptsächlich um gesunde Arbeit. Das möchte ich jetzt hier machen. Es gibt kaum einen einzigen Bereich, der mit so viel durcheinandergehenden, chaotischen und sonstigen Begriffen ist wie Stress, Burnout, Belastung, Beanspruchung. Es ist vollständig faszinierend, was da alles an Mythen und sonst wie umgeht. Wenn ich in ein Unternehmen reingehe, alle meine 300 Abschlussarbeiten sind in Unternehmen geschrieben worden, wir haben im Moment 11 Projekte in der Industrie, also ich bin öfter da. Wenn ich sage, wir machen was zur Stressreduktion, dann sagen die, wie sollen wir Hängematten verteilen? Warum? Weil die Stress aus der allgemeinen Erzählung heraus überhaupt nicht mehr erkennen können. Und genauso wird auch hier der Begriff der Belastung permanent durcheinander mit an allen möglichen anderen Sachen angewendet. Und ich möchte Sie gerne über die Begrifflichkeiten mit in eine klare, verständliche Welt bringen und dass Sie erkennen, wann da irgendjemand was anderes macht. Ich mache da noch was ganz Schlimmes, ich bringe Ihnen ein paar Theorien, wie man die richtig praktisch nutzen kann. Und dann habe ich ungefähr, ich möchte mal sagen, so 10, 12 Folien, die lese ich Ihnen aber nicht alle vor, wo wir ganz viel machen können. Wir können nämlich im Betrieb unglaublich viel machen, unglaublich viel verhindern. Das Schwierige ist nur, dass die Akteure im Augenblick durch ihre Ausbildung, durch ihr Selbstverständnis und durch die Konstitution daran gehindert werden. Die Sicherheitsfachkräfte beschäftigen sich in allererster Linie mit den technischen Gestaltungssachen, ich nenne es mal Verhältnisprävention, und die Mediziner beschäftigen sich mit den Menschen, die Brücke dazwischen fehlt. Der Mediziner hat noch dazu die Schweigepflicht, was es auch nicht gerade einfacher macht, um die Verbindung, wenn einer ein kurzes Bein hat, muss der anders an der Maschine stehen. Aber diese Verbindung herzustellen, ist schon nicht so ganz einfach. Und in dieser Rolle, das ist der Bereich, warum die Arbeitspsychologie damit, genau das ist das, was wir an der Uni machen. Arbeitspsychologie ist Faktor Mensch in der Arbeitswelt und beschäftigt sich genau mit der Brücke zwischen allen diesen Elementen. Es ist also nicht Therapie, es ist Führung, Arbeitsorganisation, Stress, Belastung, alle diese Teile, um da reinzukommen. Und deshalb nehme ich Sie ein Stückchen weit mit in diese psychologische Welt. Als allererstes möchte ich Ihnen nochmal dazu sagen, mit psychischen Krankheiten haben Sie nichts, aber auch gar nichts in der Intervention zu tun. Psychische Krankheiten haben erstmal mit psychischen Belastungen gar nichts zu tun. Eine psychische Krankheit ist was ganz anderes. Wenn Sie eine Treppe runtergehen, haben Sie eine körperliche Belastung, davon haben Sie kein gebrochenes Bein. Eine psychische Belastung ist alles das, was auf uns einwirkt und unterbrochen. Und damit, bitte? Kann ich auch so? Ja, okay, kann ich das gerne machen. Ist das so Ihnen lieber? Okay. Das heißt, in dem Moment, wenn Sie... Meine Stimme im Augenblick ist in jedem Fall eine psychische Belastung für Sie. Doch, es ist eine. Ob es eine psychische Beanspruchung oder gar eine Fehlbeanspruchung wird, hängt von ganz anderen Faktoren ab. Belastung ist alles, was auf uns einwirkt. Das waren Ihre Kollegen, die Arbeitswissenschaftler und Ingenieure, Roma und Rubenfranz, die das verbrochen haben, weil die haben den physikalischen Begriff der Belastung genommen. Das bedeutet aber, ob Sie Ihre Braut über die Schwelle oder einen schweren Sack Zement durch die Tür tragen, ist die gleiche Belastung. Psychisch bedeutet das aber was ganz anderes. Das heißt, Belastung, psychische Belastung ist erst einmal wertneutral. Umgangssprachige Belastung ist negativ.
Das macht schon mal eine ganz fette Verwirrung dabei. Die nächste Verwirrung kommt daher, dass eine Beanspruchung das ist, was es mit Menschen macht. Damit ist aber noch keine Fehlbeanspruchung. Jeder, der auch nur Auto fährt, weiß, wenn ich den Motor jahrelang stillstehen lasse, passiert gar nichts. Wenn ich ihn immer im roten Bereich fahre, geht er auf Dauer kaputt. Das heißt, auch da gilt, ich brauche eine optimale Belastung und Beanspruchung. Das heißt, psychische Belastung ist erstmal gut. Ganz schön verwirrend hoch, was das Ganze geht. Auf die Fehlzeit und Ursachen, da will ich nur ganz kurz eingehen. Psychische Faktoren werden immer hochgejubelt und runtergefahren. Wie hoch der Anteil ist, kann kein Mensch unterscheiden. Wirklich nicht. Weil wenn Sie Nackenschmerzen haben, wenn Sie die ganze Zeit vor Angst verkrampft da stehen, kriegen Sie einen kaputten Nacken. Und wenn Sie einen Bandscheibenvorfall haben, kriegen Sie auch psychische Depressionen. Das heißt, die Psychosomatik ist immer am Werk und diese Sachen sind immer miteinander verbunden. Deshalb muss man eben psychische und körperliche Faktoren schon miteinander verknüpfen. Und genauso diese innere Diskussion, ist es der Mensch oder ist es die Organisation, die krank macht? Auf so eine Idee kommen immer nur Verbandsvertreter. Das ist doch völlig hirnrissig. Selbstverständlich ist es beides. Selbstverständlich ist es beides. Es gibt Leute, die nehmen jeden Pups ernst und werden krank. Und es gibt Arbeitsbedingungen, die jeden krank machen, egal wer er ist. Und die Mischung aus diesen ganzen Dingen, die ist es eigentlich, die relevant wird. Das heißt, diese Entweder-Oder-Sache, über die sind wir in der Forschung wirklich längst hinaus. Da braucht man keinen Forschungsbedarf. Wonach wir gucken, sind Wenn-Dann-Konstellationen, weil das die spannenden sind. Wenn das so ist und das so, was passiert denn dann dabei? Das heißt, auch das haben wir heute Morgen schon gehört, woher das alles kommt und was das alles macht. Fest steht, es gibt mehr psychische Belastungen in gewisser Weise. Wenn Sie das jetzt mal mit Kriegszeiten oder mit anderen Sachen gleichen, oder nach dem Krieg, wo die Leute richtig arbeiten mussten, da ist die Frage wirklich die, sind die Indikatoren, auf die wir im Moment achten, wirklich genau die richtigen oder ist es vielleicht eine ganz andere Verbindung? Haben wir die Besonderheit des Menschen, der Psyche des Menschen dabei etwas übersehen? Wenn ich höre, dass in der Automobilindustrie alle Erfahrungen der 80er Jahre, Humanisierung des Arbeitslebens, teilautonome Gruppen wieder weg sind, etliche machen wieder 19 Sekunden Takt, ja? Dass die vorher Fertigungsinseln hatten. Das heißt, dreimal pro Minute, 180 Mal pro Stunde, 1000 Mal am Tag dieselbe Bewegung. Das ist verblödet. Das ist einfach keine menschengerechte Arbeitsgestaltung. Ergonomisch rotieren die alle zwei Stunden, dass der Rücken nicht kaputt geht, aber das Hirn ist weg. Das heißt, die Erfahrungen von 100 Jahren werden einfach komplett ignoriert für irgendetwas anderes. Wie gesagt, da gibt es wie in Deutschland immer natürlich die Normen für Belastung und Beanspruchung. Und ich möchte Sie wirklich darum bitten, wenn Sie über Belastungen reden im Augenblick, denken Sie daran, das sind physikalische Belastungen und nicht umgangssprachliche. Weil das verwirrt alles ganz ungemein. Wir Psychologen haben uns jetzt seit einigen Jahren, seit 25 ungefähr, das ist ein schönes Beispiel. Das ist Belastung, das ist auch Beanspruchung, aber es ist noch kein Stress. Warum ist es kein Stress? Weil es bewältigbar ist. Die Autos halten das aus. Stress fängt nämlich mal dann an, wenn etwas nicht mehr bewältigbar ist. Und darauf haben wir Psychologen uns in den letzten 25 Jahren geeinigt, dass nur das Stress ist. Sie werden gleich sehen, warum das relativ schwierig ist, so zu machen. Das heißt, habe ich eigentlich gesehen, den Stress tritt erst dann auf, wenn man die Aufgabe nicht mehr bewältigen kann. Also zu viel, zu negativ, zu wenig oder sagen wir mal genau das Falsche ist, wenn Sie also irgendwas machen müssen, was Sie gar nicht können. Dann gibt es auch Stress aus positiven Quellen. Das ist noch so eine tolle Sache. Eustress. Ja, es gibt sogar Leute, die behaupten, das ist gesundheitsfördernd. Naja, wenn man sich mal das Originalmodell anguckt von Hanselje, dann sieht man ganz klar, zeige ich Ihnen gleich noch, Stress aus positiven Quellen heißt einzig und allein, ja, das ist eigentlich was Positives. Und ich mache meinen Studenten das immer so deutlich. Der positivste Eustress, den wir haben, ist ein Orgasmus. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben den eine Stunde, einen Tag, eine Woche. Da wissen Sie, was das mit Ihrem Organismus macht, auch wenn ihr einige schmunzelt. Ja? Oder den kleinen Bruder Lachkrampf. Sie lachen sich kaputt, dann tun Ihre Seiten weh, alles tut weh. Es geht nicht. Auch dieser Stress ist auf Dauer für den Organismus schädlich. Das gleiche gilt, haben Sie schon mal gesehen, Arbeitslosigkeit ist ein Stressor. Wenn so ein Langzeitarbeitsloser eine neue Stelle kriegt, wie aufgeregt, nervös, fühlt ist der dabei.
ob sie eine Scheidung haben, eine Hochzeit, eine Geburt oder Todesfall, alle diese Faktoren beanspruchen ihren Organismus. Und von daher gesehen ist positiver Stress, hilft zwar ein bisschen, aber auf Dauer ist er auch schädlich. Das heißt, wenn Sie jede Woche eine Veränderung, jede Woche was Neues, immer wieder was anderes haben, sind Sie auf Dauer genauso. Dass Stress und Fehler eng miteinander zusammen ist eine vollkommen neue Erkenntnis. Vor 30 Jahren haben die ganzen Kernkraftwerksforscher das schon nachweisen können, dass die, achso, das ist ja das, die zehnfache Menge an Fehlern auftaucht, wenn bei Unerfahrenen die fünffache, wenn extrem hoher Stress ist. Und das sind einfache Bedienungen, so wie Schalter rauf oder runter, wie die zu der Tschernobyl-Katastrophe geführt haben. Das heißt, einfache Bearbeitungsfehler unter Stress, Aufmerksamkeit, Ablenkung können zu Eingriffen führen. Gibt das Modell von Sempel, was ich Ihnen gesagt habe, wir haben also Überforderung, die machen viel zu viel, wir haben Unterforderung, die können von Monotonie nicht gerade ausgucken, führen zu den gleichen Symptomen, Leitstress und Folgestress. Das heißt, die Maßnahme, die betriebliche, lässt sich mit diesem australischen Verkehrsschild wunderbar zusammenfassen. Slow down or die. Die Sempel hat mit 40.000 Leuten nachweisen können, dass in dem Moment, wenn Sie auf seiner Stressskala in einem Jahr 300 Punkte oder mehr hatten, ist im nächsten Jahr die Wahrscheinlichkeit um 30%, bei 700 Punkten um 70% erhöht, dass Sie krank werden. Warum ist das so? Wenn Sie Ihr System permanent ausbeuten oder ausbeuten lassen, dann lassen wir uns jetzt mal erstmal nicht drüber streiten, dann sind Ihre Widerstandskräfte reduziert und die Viren oder Bakterien schön in Sechser reinmachen. Die sind platt. Das heißt, Sie müssen dem Körper Zeit und Gelegenheit geben, die Stresshormone, die Belastung abzubauen. Pausen. Vernünftige Pausengestaltung. Nicht, wenn man aufs Klo geht, mit der Stechuhr ausloggen und permanent erreichbar sein, sondern tatsächlich Pausengestaltung. Die eine Stresstheorie. Die nächste Stresstheorie, die ist in der Industrie am meisten verbreitet, ist von Karasek. Was Karasek im Wesentlichen sagt, ist, wenn die Arbeitsanforderungen hoch sind und die Freiräume niedrig, werden sie gearbeitet. Sie arbeiten nicht, sondern sie werden gearbeitet. Das ist Fließbandtätigkeit. Das ist permanent. Sie können nicht mitgestalten, wie ihre eigene Situation aussieht. Und das ist der allerhöchste Stressor. Deshalb sind 35 Stunden am Fließband erheblich stressender, psychisch fehlbeanspruchender als 50 Stunden Führungsarbeit. Aber Sie müssen sich ja überlegen, jede Führungskraft arbeitet oder die meisten Führungskräfte arbeiten deutlich mehr als die Mitarbeiter. Deshalb haben die auch herzlich wenig Verständnis dafür. Die arbeiten 50, 60, 65 Stunden und dann jammern die, weil sie von 35 auf 40 Stunden kommen. Nämlich die Lösung. Wenn ich gearbeitet werde, statt zu arbeiten, ist die Situation eine vollkommen andere. Das heißt, Autonomie erlangen ist die zweite stresstheoretische Lösung daraus. Hier Manager-Paradox, da ist es eben so, die Studien zeigen, Manager arbeiten mehr, leben länger und sind gesünder. Warum? Haben ein bisschen Selektion, aber der Rest hat schon Spielraum. Das dritte Modell, das sagt im Grunde genommen Folgendes. Ihre Schwiegermutter, Ihr PAB oder Ihr Geschäftsführer kommen, das ist ein Ereignis. Ne? Da vorne, das Ereignis kommt auf Sie zu und Sie gucken erstmal, ist das irrelevant im Urlaub oder ist es günstig oder stressend. Wenn Sie es bewältigen können, wird es runtergestuft, ist nicht mehr so schlimm. Aber wenn Sie es nicht können, dann bleibt hier hinten ein Reststress übrig. Und mit dem, den Sie nicht bewältigen können, können Sie dann entweder individuelle, psychologisch, klinisch, sonstige Sachen machen, Yoga, Entspannung, einen Trinken gehen, Sport machen, ich wollte die Stelle eh nicht haben, weiß der Kuckuck was, oder Sie können instrumentelle, direkte Handlungen machen, das heißt, die Ursachen des Stresses beseitigen. Der Schlüssel ist die Mitte. Die Bewältigungsfähigkeiten und Möglichkeiten, das heißt, was Sie brauchen, ist Personalentwicklung. Die Leute müssen fit sein, um mit diesen Sachen klarzukommen. Das bedeutet, im Grunde genommen sind die Interventionsansätze aus den Theorien erstens Pausen und Erholungsräume. Hier Kollege Wieland, der da drüben auch den Stand hat, der hat wunderbar zeigen können, dass mit Silent Room, ich sage extra nicht in der Dark Room, da bin ich früher mal mit auf die Nase gefangen, sondern Silent Room-Konzepten, dass da ganz viel zu bewegen ist. Zweitens, erhöht die Handlungsfreiräume und drittens, dass sich die Bewältigungskompetenz in dem Moment erhöht. Ja, das heißt, in all diesen Bereichen habe ich die Chance einzugreifen. Und jetzt kommt eine ganz spannende Sache. Sie Ingenieure sind in erster Linie auf Verhältnisprävention trainiert und im Moment die meisten Instrumente, die in ihre Richtung gehen, das wird auch immer wieder so vertreten, gehen in diese Richtung.
Gut, da können wir was Mathematisches sagen. Das ist notwendig, aber nicht hinreichend. Sie machen eigentlich schon ganz viel dafür und nur merken Sie das gar nicht. Weil wenn Sie einen ordentlichen Schichtrotationsplan machen, arbeiten Sie gegen psychische Fehlbeanspruchung. Wenn Sie gegen ganz viele Sachen, wenn Sie Lärmbelästigung machen, gegen Lärm was machen, und überall dort arbeiten Sie schon gegen psychische Fehlbeanspruchung. Aber das alleine reicht nicht. Eine Studie, die wir gerade am Laufen lassen, ist hergegangen und hat die Experten, die Führungskräfte ausfüllen lassen, so ähnlich funktionieren diese Instrumente, ja, und die Mitarbeiter auch, zwei etablierte Instrumente. In 18 von 19 Dimensionen kommen signifikante Unterschiede in den Bewertungen raus. Dabei kann man noch nicht mal mehr vorhersagen, sind die einen über zu hoch oder zu niedrig, das geht querweg. Das heißt, das ist zwar notwendig, aber nicht hinreichend. Wenn Sie damit anfangen, um Himmels Willen, fangen Sie damit an. Das liegt nahe, das können Sie schon, da können Sie mit umgehen, machen Sie das. Wenn Sie aber an die Sache richtig ran wollen, müssen Sie sagen, dass Sie die Individuen ran, da kommen Sie nicht umhängen. Warum ist das so? Nun, der Lärm in einem Großraumbüro, die Lärmbelastung kommt nicht durch die Dezibel, sondern das, was da gesagt wird. Wenn Ihr SIFA-Kollege über irgendeine Sache am Telefon redet, Sie haben eine ganz andere Meinung, dann können Sie sich nicht auf Ihre Sache konzentrieren, dann hören Sie zu. Wenn der was über Sie redet, erst recht. Das heißt, psychische Fehlbeanspruchung im Großraumbüro hat auch natürlich was mit Lärm zu tun, aber in erster Linie mit den Inhalten. Um an sowas ranzukommen, da müssen Sie die Personen fragen. Das gleiche gilt im Straßenverkehr. Keiner von uns weiß, wie der andere zur Arbeit kommt oder sich draußen verhält. Auch da kommen wir nur über die Einbeziehung, die Partizipation des Einzelnen letztendlich ans Ziel. Das heißt, um Himmels Willen nicht die Verhältnisprävention saufen lassen, ganz und gar nicht. Aber wir müssen einen Schritt darüber hinaus in diese ganzen Sachen reichen. Ja, die besonderen Belastungen, merke gerade, ich habe genau die Falt gerade hochgeladen, ich wollte Ihnen eigentlich die andere Präsentation zeigen, aber das mache ich jetzt nicht. Ich komme auch damit klar, die sind sowieso gerade alle genannt worden. Worauf ich gerne noch eingehen möchte, ist, da bin ich nun gebeten worden, Ihnen ein bisschen was zum Burnout zu sagen. Weil Burnout genauso ein mystifizierter Begriff in dem Moment ist, wie das andere auch. Jeder, der im Moment abends müde ist, hat Burnout. Ja, und warum ist das so? Na, weil das die soziale, der Ritterschlacht, das sozial legitimierte Ding ist, ich habe mich für die Firma aufgeopfert und gearbeitet wie nur was. Die wirklich Burnout haben, arbeiten inzwischen weiter, während die anderen laut durch die Gegend jammern. Wenn wir über richtiges Burnout reden, dann haben wir folgendes Problem. Dann sind das Leute, die für 7 bis 8 Monate aus dem Betrieb ausscheiden. Die waren vorher die 150-prozentigen Hühler. Da kostet jeder Fall 400.000 Schweizer Franken. Die Schweizer haben das wieder wunderbar ausgegliedert. 80% kommt nicht zurück. Das bedeutet, diejenigen, die alles übernommen haben, die richtigen Hühler waren, die, wo die Chefs alle hingegangen sind und haben gesagt, ach, wenn das einer kann, dann du, mach du das doch auch nochmal. Die alle gesagt, aber auch mit Selbstausbeutungsanteil, das kann ich nicht sehen, ich mach das auch nochmal eben und so weiter mit. Die brechen ab. Und wenn wir über 5 bis 10 Jahre so ein System haben, dann fallen genau die aus. Und das ist was anderes als die Montags-, Freitags-, Blaumacher. Die haben wir schon mit der Angst vor Arbeitslosigkeit, sind die alle reingezwungen worden, als die Fehlzeitenquote von 11 auf 3,5% gesunken ist. Was jetzt passiert ist, die ganzen Leistungsträger brechen weg. Und deshalb werden auch auf einmal die Leute hellhörig. Burnout ist ganz schwer in dem Kontext zu diagnostizieren, weil das so eine Fülle von Symptomen hat, was man sich überhaupt gar nicht alles vorstellen kann dazu. Denn die Burnout-Prävalenz, die dann da auftreten kann, bei jedem äußert sich das anders. Und damit haben natürlich auch die Mediziner ein ernsthaftes Problem. Wir Psychologen kriegen und Arbeitspsychologen kriegen uns damit den Medizinern häufiger in die Wolle. Weil für einen Mediziner ist Burnout eigentlich eine Depression. Eine depressive Erschöpfungssache. So, für unsere klinischen, therapeutischen Kollegen übrigens auch. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. So, was bedeutet das? Jemand kriegt Burnout, kommt in die Klinik, wird wieder aufgebaut. Dann kommt er wieder in die Arbeit, wird durch die Arbeit wieder kaputt gemacht, kommt wieder in die Klinik. Ich baue ein Elendserhaltungssystem. Solange ich nicht an die Ursachen, die einmal in der Person liegen, da komme ich vielleicht in der Klinik noch dran, aber auch nicht an die, die in der Organisation liegen, herangehe und die verändere, da passiert nichts, da wird sich dieses System immer wiederholen. Ich muss also an beides herangehen.
Nun ist es aber natürlich so, dass das die Behandlung kranker Menschen zum Glück in den Kriegszeiten oder in sonstigen Zeiten, freuen sich alle darüber, vollkommen unabhängig von der Verursachung gemacht wird. In erster Linie zählt der Mensch wird gesund gemacht. Und von daher gesehen ist die Ausbildung da drin, in den Betrieb zu gehen und den Betrieb so zu verändern, dass sich da diese Auswirkung gar nicht jetzt sagen, sehr gering. Das ist nicht im typischen Ausbildungskontext eines Mediziners oder eines klinischen Therapeuten drin, wohl aber eben in anderen Berufsgruppen schon. Wir können das eigentlich auch gar nicht erwarten, dass genau diese Sachen da drin sind. Ja, was wollte ich Ihnen aus der SIFA-Langzeitstudie mitbringen? Entweder, ich warte das jetzt nicht mehr, um die erzählen, das passiert auch. Wir haben über 8 Jahre die SIFAs begleitet. Was sich herausstellt, ist das Folgende. Erstens, bei Ihrer Selbsteinschätzung auf einer Stufe von 1 bis 5, schätzen Sie sich im Bereich menschengerechter Faktoren, personalorientierter Bereiche und insbesondere psychischer Faktoren auf einer 5-poligen Skala bei 2,4 an, also noch deutlich unter der Mitte. Könnte man ja sagen, ja gut, die SIFAs ist auch nicht ganz so schlimm, wenn das so ist. Jetzt haben wir 400 Geschäftsführer, Betriebsräte, Betriebsärzte gefragt, wie die das denn einschätzen. Was die sagen ist, oh, die SIFA kann es. Die kann 2,8 oder 2,9, ist prima da drin. Und die Betriebsmediziner selbst schätzen ihre eigene Kompetenz im Behandeln dieser Prozesse ebenfalls bei 2,7, 2,8, genau wie die SIFA sagen. Beide liegen unter 3. Beide sagen, wir können es eigentlich nicht. Jetzt ist die Frage, wer kümmert sich eigentlich darum, wenn diese Sachen da sind? Weil beide sagen, nö, ist nicht unsere Domäne. Irgendeiner muss es aber tun. Was die Studie weiterhin zeigt, über 8 Jahre, ist eine Längsschnittstudie, hat sich das mittlere Wissen darüber überhaupt nicht verändert. Das heißt, von alleine lernt man das nicht, wie man damit umgehen kann, sondern man braucht Unterstützung dazu. Ja, und diese Unterstützung, da sind unsere Ausbildungspartner, Berufsgenossenschaften, Unfallkassen, öffentliche Hand, wer auch immer das ist, natürlich ganz klar gefordert, diese Aspekte mit in ihre Aus- und Weiterbildung einzubringen, und zwar mit handhabbaren und nützlichen Konzepten. Und da fängt es dann schon wieder an, recht spannend zu werden. Wie kann man die denn dann in dem Kontext noch umsetzen? Ja, die Frage, die sich dann daraus ergibt, ist, was kann man alles machen? Nun, man kann eine ganze Menge personenorientierte Maßnahmen durchführen. Wir können teamorientierte Maßnahmen durchführen, zum Beispiel solche Arbeitsbedingungen vermeiden. Wir können für Betriebs- und Führungskräfte einiges durchführen, Betriebsräte und Führungskräfte, weil Sie dürfen nicht vergessen, am meisten von den psychischen Fehlbeanspruchungen und den höchsten Stress haben mittlere Führungskräfte. Das kommt in den allermeisten Untersuchungen raus. Weil nun, die sind, wir hatten jetzt eben schon mal den Hamburger hier vorne, das sind die, die in der Mitte sind, wo oben und unten so lange gedrückt wird, bis in der Mitte das Rote rauskommt. Ja, und da zu helfen, ist eine ganz ungemeine Aufgabe, und da kann man ganz, ganz viel auch bei denen tun, um die Fehlbeanspruchungen deutlich zu reduzieren. Zum Beispiel haben wir hier diese Arbeitsbedingungen, eine der wichtigsten Tipps in diesem Fall, wer sagt bloß nicht her, in etlichen größeren Unternehmen gibt es genau diese Konstellation. Man kriegt sie stundenlang über diese bürokratischen Prozesse in Ordnung. Wir haben auch eine ganze Menge struktur- oder organisationsorientierte Maßnahmen, wie Sabbatjahre, wie Erfolge realisieren, wie erweiterte Handlungsfreiräume, wie Personalentwicklung und Soft Skills. Überall dort kann man gegen psychische Fehlbeanspruchungen agieren und arbeiten. Aber Sie sehen sofort und ganz unmittelbar, das ist nicht wirklich so das Spielfeld, wo die SIFAs super gut drin ausgebildet sind. Deshalb, wenn ich an Gesundheit, psychische Gesundheit oder andere rangehe, ist jede einzelne Disziplin, die wir haben, eigentlich aufgeschmissen. Nur wenn wir gemeinsam arbeiten, da brauchen wir die Ernährungswissenschaftler, die Physios, da brauchen wir die Ingenieure, die Betriebswirtschaftler, die Psychologen, die sich mit den Feldern auskennen, nur dann haben wir eine Chance, tatsächlich aktiv an diese Sache ranzukommen. Deshalb ist im Grunde genommen der Appell der, lassen Sie uns versuchen, doch genau diese verschiedenen Disziplinen auch zusammenzubringen. Und die Vorschrift 2 bietet eigentlich über den betriebsspezifischen Teil eine ganz gute Gelegenheit dazu. Sie können das nämlich dort definieren. Was ist denn der richtige Experte für welche Frage? Genau derjenige oder diejenige kann Ihnen dann mit dieser Sache dann auch ein gehöriges Stück weiterhelfen, wenn Sie es auf diese Weise machen.
Ja, die Frage, die sich dann eben stellt, ist, welche dieser beiden Kulturen ist die richtige oder die wünschenswerte? Die in Gelb machen Ölfleck weg. Ja, dann kommen wir also auch schon mal auf den Begriff von verschiedenen Risikowahrnehmungen, Einhalten von Prozessen und Ähnlichem. Kulturen, gelebte Werte sind natürlich in verschiedenen Unternehmen und in verschiedenen Firmen vollkommen andere. Und die Frage, die sich dann dabei ergibt, ist, welche Kultur ist die angemessene? Bei der chinesischen hier in dem Fall, bei dem Arbeitsplatz muss man sich schon genau überlegen, welche sicherheitsrelevanten Anteil man denn da gerne reinbringt. Ich habe Ihnen noch zum Abschluss noch mal ein paar Grundwerte mitgebracht, weil Sie fast ja auch immer gerne über Paragraphen agieren. Wir haben tatsächlich sowohl im Grundgesetz als auch in der Landesverfassung von NRW einen sehr, sehr schönen Satz stehen. In der Landesverfassung steht, im Mittelpunkt des Wirtschaftslebens steht das Wohl des Menschen. Der Schutz seiner Arbeitskraft hat den Vorrang vor dem Schutz des materiellen Besitzes. Von daher gesehen, höher geht es nicht mit den Sätzen. Ob es nun in der Verordnung steht oder nicht, ist immer rangiger. Wenn Ihnen das was nützt, dann kann ich nur sagen, gehen Sie damit ran. Falls Sie Unterstützung in diesen Bereichen brauchen, weil das nicht ganz einfach ist, sich neu mit diesen Bereichen, mit den ganzen psychischen Belastungen und Beanspruchungen Sachen zu beschäftigen. Fast überall gibt es Universitäten und an jeder Volluniversität, die wir im Moment haben, haben wir fast auch Psychologie und Arbeitspsychologie. Die suchen immer für den Masterbereich, suchen wir immer Leute, wo man Bachelor- oder Masterarbeiten schreiben kann. Da können Sie sich recht günstige Unterstützung dazu holen, um bestimmten Themenbereichen zu bearbeiten. Sie können in vielen anderen Bereichen, in einigen Fachverbänden können Sie nachfragen. Es gibt Unterstützung, die richtig handwerklich daran ist. In unserem neu gebündelten Verband basteln wir gerade an Instrumenten, wie Sie zum Beispiel täglich im Arbeitsschutz Wirksamkeit, Statistikkeit nachweisen können. Wir stellen fest, auch das kam in der SIFA-Studie heraus, der Hauptmotivator für Sicherheitsfachkräfte ist Wirksamkeit. Und wenn Sie die nachweisen können mit kleinen, handhabbaren Instrumenten, muss nicht mal eine Großstudie sein, und ein ganz anderes Standing in der Firma und ganz andere Überzeugungskraft, als wenn Sie nur sagen, ich habe gemacht, sondern ich habe gewirkt. Von daher mein Appell, lassen Sie uns zusammenarbeiten. Ich hoffe, ich habe ein paar Mythen beseitigt und Sie haben einen belastungsoptimierten Tag und keinerlei Stress, der im Laufe des Tages auf Sie zukommt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.